So, bald beginnt der Frühling und aus diesem gegebenen Anlass wollen wir uns heute mal verschiedene Pollen-Apps ansehen für Allergiker, für Heuschnupfen geplagte. Ich war früher auch ziemlich Heuschnupfen geplagt. Irgendwie ist das besser geworden mit der Zeit. Trotzdem interessant, dass es da inzwischen Apps gibt und die wollen wir uns heute mal anschauen, zumindest ein paar davon. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mal drei Apps heruntergeladen, die ich mir näher ansehen möchte. Und wir fangen mal mit der Husteblume-App an. Die klicke ich mal an. Die Husteblume-App ist von der Techniker Krankenkasse. Mit der TK-Allergie-App Husteblume wissen Sie, wann Ihnen Birke und Co. weniger ausmachen. Das Ganze hier ist eher fürs iPhone optimiert. Ich teste das am iPad, deswegen sieht das so komisch aus. App einrichten. Wählen Sie Ihr Geschlecht, geben Sie Ihre Altersgruppe an, geben Sie Ihren Geburtsmonat an, geben Sie Ihre Allergene an. Ich weiß das alles gar nicht so genau. So, ich habe jetzt mal die persönlichen Daten eingegeben. Das Ganze muss noch gespeichert werden, aber man soll definitiv Allergene auch angeben. Ich habe keine Ahnung, gegen was ich allergisch bin, wirklich nicht. Das bis heute nicht rausgefunden, aber wir klicken mal irgendwas an und dadurch geht es dann weiter. Ich muss also zwingend was anklicken. Anonyme Datenverkehrsanalyse machen wir nicht. Datenweitergabe nein. Belastungsvorhersage interessant. Hier sehen wir also nur, dass die Gräserbelastung, also das Allergen, das wir angegeben haben, dass das heute bei 0 ist. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Außerdem gibt es hier ein Tagebuch, wo man sein Gesamtbefinden angeben kann. Belastung keine, Augen zum Beispiel geringe, mäßig oder starke. Juckreiz, Fremdkörpergefühl, das können wir hier alles anklicken und in unserem Tagebuch vermerken. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, wie wir hier wieder zurückkommen. Wir löschen das alles mal wieder. Das ist das Tagebuch. Dann gibt es hier eine Auswertung. Einstellung Startseite, Pollenalarm. Erinnerung, Symptomtagebuch, Selbsttest, persönliche Angaben. Was ist denn der Selbsttest? Heuschnupfen oder Erkältung? Machen Sie den Selbsttest und nehmen Sie sich bitte für die Beantwortung der Fragen ein bisschen Zeit. Bitte klären Sie einen Heuschnupfen ab. Nasenjucken, Niesreiz, verstopfte Nase und so weiter und so fort. Weiter. Sind diese Beschwerden besonders häufig oder stark im Frühling oder Sommer? Ja, ja, nein, ja, nein, nein. Wenn Sie diese Beschwerden haben, wie krank fühlen Sie sich dann an diesem Tag? So ein bisschen. Wurde bei Ihnen schon mal persönlich etwas festgestellt? Nein, 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 ja. Abschließend. Selbsttest abgeschlossen. Gesamtscore 10 von 24. Also wir können hier einen Selbsttest machen, Standorte angeben, persönliche Angaben verfeinern. Wir kommen ins Tagebuch, die Auswertung. Dann gibt es hier Wissen im Wissen wird uns über verschiedene Allergene einiges an Informationen angeboten. Das kann man sich bei Bedarf also alles durchlesen. Dann gibt es Kreuzallergien, Apfelallergie etc. pp. Wenn euch das interessiert, guckt euch das selber an. Die App kostet nichts, kann man sich einfach so herunterladen. Das war die Husteblume-App. Gucken wir uns mal die Clarify-App an im Vergleich. Auswählen, wo man lebt. Dein Allergiepartner. Wir bauen auf mehr als 95 Jahre Erfahrung in der Allergieforschung mit dir durch die Pollensaison. Wir bieten standortbezogene Pollen-, Luftqualitäts- und Wetterdaten sowie Vorhersagen, die bei der Planung deiner Aktivitäten helfen. Ein Leben mit Allergie so einfach wie möglich. Trage täglich ein, wie du dich fühlst und verfolge, wie sich deine Allergien im Laufe der Zeit auf dich auswirken. Tipps, wie du mit deinen Allergien umgehen kannst, findest du unter Linderung. Dann haben wir hier den Bereich Daten. Standort soll verwendet werden dürfen. Hi, heute ist die Pollenbelastung sehr niedrig. Wie geht's dir heute? Wie fühlst du dich? Also auch hier gibt es einen Allergiekalender. Was heißt auch hier? Den gab es vorher, glaube ich, nicht so in der Form. Jo, im Moment ist wohl die Hasel, die Erle sowie die Esche unter Umständen am Blühen. Im Moment sind es hauptsächlich Bäume. Können wir uns mal anschauen. Heute Mittwoch, Donnerstag. Bäume, Erle, die Erle. Pollenvorhersage sehr niedrig. Das ist interessant. Das finde ich auf Anhieb sogar ein bisschen interessanter, muss ich sagen, wie die vorherige App. Frage ist, wie kommen wir hier wieder raus? Baumpollen. Ich kann hier nichts anklicken. Ich komme auch nicht mehr raus. Starten wir die App eben nochmal von vorne. Jetzt ist plötzlich auch die Gräserbelastung vorhanden. Aber auch die ist sehr niedrig noch im Moment. Doof ist, dass man aus diesen
Lexikon-Einträgen nicht mehr rauskommen. Also es gibt einen Allergiekalender, es gibt eine Pollenbelastungsvorhersage. Mein Allergielog, finde einen Facharzt in deiner Nähe. Meine Vorhersage, Luftqualitätsvorhersage, Wettervorhersage, also alles in einem. Dann haben wir hier, wenn wir uns mal dem unteren Icon-Menü zuwenden, haben wir auch einen Bereich Wissen. Welche Pollen, lerne die Auslöser kennen, finde einen Facharzt in deiner Nähe. Also ist so ähnlich wie verschiedene Tests, die es gibt, ist so ähnlich wie in der App eben. Mir gefällt diese App tendenziell etwas besser. Wir können uns hier anmelden und registrieren, noch verschiedene Dinge einstellen. Im Grunde kann man sagen, mehr oder weniger die gleichen Funktionen wie in der App vorher. Mir gefällt die vom Aufbau her allerdings etwas besser. Wir können uns mit Google und Apple registrieren. App ist kostenlos, ebenfalls zu empfehlen. Die Clarify-App und dann haben wir noch eine dritte App, die wir uns ansehen möchten. Die heißt Pollenflugradar, Pollenradar, die ist von Razzia Farm. Gute Preise, gute Besserung. Hiermit stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Gesundheitsdaten zu. Wenn ich dem nicht zustimme, dann geht's in der App leider auch nicht weiter. Hier haben wir auch wieder so einen Kalender. Wir haben ein voreingestelltes Gebiet. Wir können hier natürlich auch andere Gebiete uns suchen. Wir haben eine Zurückschaltfläche, die auch funktioniert. Wir haben eben einen Pollenkalender, so wie wir das gerade eben schon gesehen haben. Oben links kann man den Standort bestimmen lassen. Unter I wird uns eine Legende eingeblendet. Keine Pollen, schwache Belastung, mäßige Belastung, starke Belastung. Neben den verschiedenen Pollensorten und im Kalender, wann die blühen und so weiter, können wir uns auch hier das Wetter anzeigen lassen, sogar recht detailliert. Keine Ahnung, auf was für Daten die zugreifen, aber das ist schon ganz praktisch, dass das alles in der App mit drin ist. Dann gibt es hier eine Karte und zwar von Deutschland oder Österreich. Alle Pollen. Ja, wir können hier auf Städte klicken, zum Beispiel Thüringen, und sehen dort dann die Pollenbelastung. Alle Pollen. Also, das ist die Karte von Deutschland und Österreich. Auch hier gibt es ein Tagebuch, wo wir unser Befinden in Form von Smileys ausdrücken können. Dadurch entsteht dann auch wieder ein Verlauf, ein Befindensverlauf sozusagen, der nach einer gewissen Zeit dann vielleicht auch ganz interessant wird. Ja, und hier finden wir noch ein bisschen Werbung für Ratiofarm. Wissen nennt sich dieser Tab, aber das sieht mir doch schwer nach Werbung aus. Das können wir mal ignorieren. Davon abgesehen ist das, denke ich, hier die beste App, die übersichtlichste App, vielleicht die hilfreichste App. Und wenn sich der Werbebereich wirklich auf diesen Wissensbereich beschränkt, dann kann ich damit leben. Hier können wir noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Ja, und damit sind wir eigentlich durch. Verwendet ihr sowas? Habt ihr Heuschnupfenprobleme? Hinterlasst mir gerne mal einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.